Sie sind leise, sauber und gut für das Klima. Elektroautos. Ihnen soll die Zukunft gehören. Elektromobilität, das ist die Chance, unabhängig vom Öl zu werden. Es geht um viel. Um Arbeitsplätze und die Zukunft der Automobilbranche in Deutschland. Wir müssen das im eigenen Land vormachen, sonst geht es uns wiederum mit dem Transrapid. Deutschlands Autobauer. Sie fahren weltweit vorneweg und sehen sich auch beim Elektroauto auf der Überholspur. Wir haben 10 verschiedene Fahrzeugmodelle im Angebot. Wer hat das? Wir gehen neue Wege zu neuer Stärke. Doch wie weit sind wir bei den Elektroautos wirklich? Deutschland ist das Schlusslicht international in der Elektromobilität. Wir fahren hinterher. Versagen Politik und Industrie beim Wechsel zu der neuen Technik? Findet die Autozukunft vielleicht sogar ohne uns statt? Wir sind in München. Ein brandneuer Elektro-Smart wird mit den Logos des Arbeiter-Samariter-Bundes, kurz ASB, beklebt. Der Wohlfahrtsverband will Flagge zeigen. Sein Pflegedienst soll mit Ökostrom und ohne Abgase fahren. Gut für das grüne Gewissen. Grüß Gott. Hallo. Was ist dein Name? Wie schaut's aus? Es funktioniert alles. Thomas Niendl vom Münchner ASB ist von dem bislang meistverkauften Elektrofahrzeug in Deutschland überzeugt. Obwohl es deutlich teurer ist als ein normales Auto. Ich habe es durchgerechnet, selbstverständlich. Wir sind ein EV, wir sind ein Verein, unseren Mitgliedern Rechenschaft schuldig. Wir müssen schon auf den Euro schauen. Und ich habe nach 6 Jahren, so lange wollen wir die Autos betreiben mindestens, nach 6 Jahren immer noch eine Unterdeckung von 2000 Euro errechnet. Diese höheren Kosten nahm der ASB aber wegen der guten Sache in Kauf und bestellte bei Daimler 8 Elektroautos. Doch dann die Überraschung. Der Konzern konnte nur 3 liefern. Der Grund war, dass schlicht nur 3 verfügbar waren. 5 waren nicht auslieferbar. Wann bekommen Sie die restlichen? Wir hoffen, dass das Anfang 2016 passiert, aber wir wissen es nicht genau. Was ist da los? Wir fragen mehrmals nach bei Daimler. Gibt es Lieferprobleme beim Elektrosmart? Schließlich die entlarvende Antwort. Daimler hat die Fertigung der aktuellen Version des E-Autos eingestellt. Neue Elektromodelle werden erst in der zweiten Jahreshälfte 2016 vorgestellt. Die Kunden müssen daher wohl noch lange auf neue Elektroautos warten. Doch die Frage ist, warum werden sie vorläufig nicht mehr produziert? Daimler gibt zu, der Konzern benötigt die Montagebänder, um normale, also benzinbetriebene Smarts für die wichtigen Überseemärkte China und USA zu fertigen. Das Stuttgarter Unternehmen liefert also lieber Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren ins Ausland, als Elektroautos zu verkaufen. Gleichzeitig verkündet Vorstandschef Dieter Zetsche in aller Öffentlichkeit, bei Elektroautos weltweit führend zu sein. Die Aufgabe der Automobilindustrie war, Weltmarktführer auf der Angebotsseite zu werden. Das haben wir erreicht. Weltweit führender Anbieter. Und dann kann der Konzern nicht mal liefern? Wie passt das zusammen? Welche Rolle spielt Elektromobilität tatsächlich für die deutsche Industrie? Autotausch. Mit dieser ungewöhnlichen Aktion will das Land Berlin Menschen für Elektroautos begeistern. Sie macht mit. Amira Abodo, die junge Berlinerin, muss den Schlüssel ihres Benziners abgeben. So, dann übergebe ich Ihnen hier feierlich den Autoschlüssel. Ja. Dafür kann sie jetzt 10 Tage lang kostenlos ein Elektrofahrzeug testen. Im Alltag stelle ich mir das sehr kompliziert vor und das, denke ich, werde ich jetzt in den nächsten 10 Tagen dann auch mal rausfinden. Es geht sofort los. Die erste Fahrt führt quer durch Berlin. Amira Abodo wird das Auto vor allem in der Stadt nutzen. Ihr erster Eindruck? Es fährt auch ganz sanft, also ein leichtes Tippen genügt und der Wagen schießt los. Er fährt auf jeden Fall sehr spritzig. Ist cool. Macht Spaß. Klingt überzeugend. Aber trotzdem, kaufen will so ein Fahrzeug in Deutschland kaum einer.
Im vergangenen Jahr brachten die deutschen Autobauer offiziell nur 8.463 Stromer auf die Straße. Doch selbst diese Zahl ist geschönt, denn die Hälfte davon haben sie auf sich selbst zugelassen. Lediglich 4.814 Elektroautos wurden tatsächlich an Kunden verkauft. Dabei sind bereits fast 20 Modelle auf dem Markt. Reine Elektroautos und sogenannte Plug-in-Hybride. Wie dieser Porsche Cayenne. Der hat einen normalen Benzinmotor und kann zusätzlich kurze Strecken mit Strom aus der Steckdose fahren. Er gilt deshalb auch als Elektroauto. Wir haben wegweisende Innovationen etabliert. Insbesondere beim Plug-in-Hybrid ist unser Konzern Technologieführer. Die Automobilhersteller hier in Deutschland, dem Land der Ingenieure und Innovationen, haben geliefert. Mitte Juni in Berlin. Die mächtigen Autobosse treffen sich mit der Regierung. Seit 5 Jahren sind sie sich einig, Deutschland soll Vorreiter bei der Elektromobilität werden. Man kennt sich, die Atmosphäre ist gelöst. Dabei müsste doch hier Krisenstimmung herrschen, denn die bisherige Bilanz ist eine Katastrophe. Insgesamt rollen auf deutschen Straßen derzeit nur 32.000 Elektroautos. Dabei sollten es bald 1 Million sein. Diese 1 Million Elektroautos bis zum Jahr 2020, die die Kanzlerin in die Welt gesetzt hat, das ist mittlerweile eine Märchengeschichte, unmöglich zu erreichen. Die Kanzlerin kommt. Sie trifft auf die Chefs von Konzernen, die Milliardengewinne einfahren. Trotzdem haben die Bosse nur eines im Sinn, Geld vom Staat. Jetzt ist die Politik am Zug. Sie hat es selbst in der Hand, wie schnell E-Mobilität vorankommt. Wir würden uns freuen, wenn es irgendwelche steuerlichen Anreize geben würden. Hinter verschlossenen Türen machen die Konzernchefs dann Druck. Das bekommt die Kanzlerin zu spüren. Ich habe aus der heutigen Veranstaltung gelernt, man erwartet von uns noch in diesem Jahr eine Antwort. Doch will sie diese Erwartung erfüllen und Steuergelder für Elektroautos locker machen? Wir werden uns Mühe geben. Das Ganze ist, ja, mehr kann ich heute nicht verkünden. Das wusste ich. Ich wusste schon, dass das jetzt kein Höhepunkt wird. Aber es hat ja auch keinen Sinn, jetzt da ewig drum rumzureden. Für die Autobranche ist deshalb klar, schuld ist allein die Regierung, wenn Deutschland bei der Elektromobilität nicht vorankommt. Doch ist das so einfach? Wir recherchieren. Ist die deutsche Industrie bei Elektroautos wirklich weltweit führend? So wie die Konzernbosse das behaupten? Beispiel USA, der wichtigste Markt schlechthin für Elektroautos. 123.000 E-Fahrzeuge wurden im vergangenen Jahr dort verkauft. Die amerikanischen Hersteller sicherten sich fast die Hälfte des Marktes. Es folgen die Japaner. Die angeblich weltweit führenden Anbieter aus Deutschland überzeugten nur 9%. Ein Armutszeugnis. Auch in Europa fahren die deutschen Hersteller nicht vorne weg. Auf Platz 1 liegen hier die Japaner. Mit großem Abstand dahinter die Deutschen. Dicht gefolgt von den französischen Herstellern. Von wegen Vorreiter. Liegt das vielleicht an den Fahrzeugen? Wir treffen die Autotesterin Amira Abodo nach der Arbeit. Sie hat Strom gezapft. Die Batterie ihres E-Autos ist jetzt voll. Laut Hersteller soll eine Ladung für 190 Kilometer reichen. Bei ihr werden aber jetzt nur 122 Kilometer angezeigt. Ich könnte noch versuchen, ein bisschen was rauszuholen, indem ich auf Eco Pro schalte. Das ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung bei 90 Kilometern die Stunde und ohne Klimatisierung. Und da habe ich ja noch 2 weitere Kilometer, also 124 Kilometer. Das schaffe ich auch locker mal an einem Tag abzufahren, auch wenn ich in der Stadt wohne. Also ist schon ja, ein bisschen deprimierend, muss ich sagen. Ich war sehr begeistert, aber das ist ein bisschen wenig. Und dann ist dieses Auto auch noch teuer. 35.000 Euro kostet es. Fast 12.000 Euro, also gut ein Drittel mehr als ein vergleichbarer Benziner. Bei der derzeitigen Ausstattung und der Situation mit dem Laden, finde ich, sind 35.000 Euro im Vergleich zu anderen Autos viel zu überteuert. Warum kostet der Wagen so viel? Fahrzeuge von französischen oder japanischen Herstellern sind deutlich günstiger. Wir fahren nach Leipzig.
Hier montiert BMW in einem nagelneuen Werk den i3. Die Karosserie wird aus Carbon gefertigt. Dieses Hightech-Material ist derzeit noch teuer. Aber es wird nur geklebt, in wenigen Arbeitsschritten. Denn das superharte Carbon ist extrem leicht. Daher lassen sich daraus große Teile fertigen. Die Produktion wird dadurch wesentlich effektiver und billiger. Und auch das Werk selbst hat wenig gekostet, nur 400 Millionen Euro. Das ist vergleichbar wenig, weil, wie gesagt, ein klassisches Presswerk entfällt, eine klassische Lackiererei entfällt. Das sind nicht nur die Hauptenergietreiber, sondern auch die Hauptinvestitionstreiber in einer Produktionsstätte. Und damit haben wir natürlich einen doppelten Vorteil, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, sowohl ökologisch als auch ökonomisch. Das Werk benötigt nur halb so viel Energie wie eine normale Autofabrik. Hinzu kommt, weil das Fahrzeug so leicht ist, kann der Konzern eine kleinere Batterie einbauen. Auch das spart Kosten. Wenn die Produktion derart günstig ist, dann stellt sich erst recht die Frage, warum ist der i3 so teuer? Weil er in dem Dreier-Produktportfolio als der innovativste Antriebsstrang am oberen Ende des Dreiers steht. Das heißt, wer ökologisch fahren will, muss viel zahlen. Wer ökologisch fahren will und sich ein Premium-Fahrzeug, das vollkommen nachhaltig ist, mit dem innovativsten Antriebsstrang, wer das fahren will, der bekommt es bei uns zu diesem Preis. Es ist offenbar gewollt, den Preis hochzuhalten. E-Autos sollen keine Schnäppchen werden. Die Folge ist, im vergangenen Jahr hat BMW weltweit nur 16.052 i3 verkauft. Das waren nicht einmal 1% der ausgelieferten Fahrzeuge des Konzerns. Offiziell ist BMW zufrieden. Wir wollen wissen, könnte der Autobauer überhaupt auf die Schnelle mehr Elektrofahrzeuge produzieren? Also über Produktionskapazitäten kann ich Ihnen nichts erzählen, leider. Da behalten wir normalerweise Stillschweigen. Wir fragen den Autoexperten Stefan Bratzel. Welche Bedeutung haben Elektroautos für die Konzerne? Wollen Sie überhaupt schon viele E-Autos verkaufen? Je mehr Sie im Bereich der Elektromobilität vorangehen, desto eher wird Ihre Kompetenz im Benzin- und Dieselbereich entwertet. Also es ist im Moment auch nicht so richtig rational für die Hersteller, jetzt ganz weit nach vorne zu springen. Wir sind bei Familie Müller auf dem Land in Brandenburg. Auch Konstanze Müller macht beim Berliner Autotausch mit. Sie kann 14 Tage lang einen E-Golf testen. Die Mutter dreier Kinder ist Logopädin und kommt ohne Auto nicht aus. Damit die Kinder nicht schon um kurz nach sechs mit dem Bus los müssen, bringt sie die beiden Großen selbst zur Schule. Wie finden die das Elektroauto? Ich finde es ganz angenehm, weil es so schön leise ist. Und es fährt sich wirklich, als ob man auf einer Wolke fährt. Das Elektrofahrgefühl hat auch Konstanze Müller schnell überzeugt. Der Spaßfaktor ist schon groß an diesem Auto. Das hat mich auch schon erwischt. Wäre da nur nicht der Preis. Auch ihr Testfahrzeug kostet 35.000 Euro und damit 15.000 mehr als der Benziner. Würden Sie so viel Geld in die Hand nehmen, um sich so ein Auto zu kaufen? Nein. Punkt. Nein. 35.000 Euro. Dabei sieht ein E-Golf aus wie ein stinknormaler Golf. Fahrer des Elektromodells können nicht einmal zeigen, dass sie ökologisch sauber unterwegs sind. Warum bekommen sie kein eigenes Design, um den Verkauf zu fördern? Wir recherchieren und finden eine Erklärung, und zwar vom VW-Chef höchstpersönlich. Bei uns laufen Elektroautos und Plug-in-Hybride nicht in separaten Bergen vom Band, sondern Stoßstange, Stoßstange mit den klassischen Antrieben. Das spart viel Geld und macht uns vor allem hochbeweglich. Denn derzeit ist offen, wohin genau die Reise bei den Antrieben geht. Moment mal, bei den Antrieben ist alles offen? Glaubt Volkswagen gar nicht an das Elektroauto? Tatsächlich laufen in VW-Werken alle Modelle vom gleichen Band. Mal ein Plug-in-Hybrid oder ein Benziner, mal ein Elektromodell.
Die Karosserie aus Blech und Stahl ist immer gleich. Nur der Antrieb ist anders. Das spart immens Kosten. Und noch wichtiger, der Konzern kann einfach fertigen, was bestellt wird. Und ist nicht festgelegt auf Elektroautos. Nun, Sie verdienen sozusagen im Moment sehr viel Geld, im Wesentlichen mit Ihren höherwertigen Fahrzeugen, mit SUVs, mit Ihren Oberklasse-Modellen. Dort wird das Geld verdient und diese Modelle sind im Wesentlichen Benzin- oder Dieselmodelle. Doch die flexible Strategie des VW-Konzerns hat einen Nachteil. So wiegt ein E-Golf 350 Kilogramm mehr als ein normaler Golf. Denn er trägt die gleiche Karosserie und zusätzlich noch schwere Akkus. Ein optimales Elektroauto ist das daher nicht. Am liebsten würden die deutschen Autobauer in der Zukunft natürlich ausschließlich Verbrennungsfahrzeuge bauen. Das beherrschen sie, das ist 99% vom Geschäft, das läuft auch. Wie kommt Constanze Müller mit ihrem E-Auto zurecht? Die Logopädin fährt vormittags zu Patienten, sie macht Hausbesuche. Pro Tag legt sie rund 120 Kilometer zurück. Dafür reicht der Akku. Doch etwas Unvorhergesehenes darf dann nicht mehr passieren. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche die Situation, dass ich von der Arbeit kam und genau in dem Moment unser Sohn von der Schaukel fiel und sich den Kopf aufschlug und mit einer großen Platzwunde ganz dringend schnell ins Krankenhaus gefahren werden musste. Und das hätte ich, weil das Krankenhaus knapp 30 Kilometer entfernt ist, mit dem Auto dann nicht mehr geschafft. Und wie ist das beim Autotausch in der Stadt? Auch Amira Abodo hatte mit der geringen Leistung der Batterie schon Probleme. Vor 2 Tagen, da hatte ich dann tatsächlich nur noch 2 Kilometer und bin gerade so noch auf den Parkplatz gerollt, auf dem sich dann die Säule befand. Das war ein bisschen... Damit Elektroautos wirklich alltagstauglich werden, hilft daher nur eins. Die Batterien müssen wesentlich besser werden. Was leistet hier die deutsche Autoindustrie? Wir sind in Kamenz in der Nähe von Dresden. Hier betreibt Daimler Deutschlands einzige Fabrik für Batteriezellen. Drehen lässt man uns nicht. Wird hinter diesen Toren an der Technik der Zukunft gearbeitet? Keineswegs. Daimler macht die Firma zum Jahresende dicht. Es bleibt dabei, dass in Deutschland wirtschaftlich wettbewerbsfähig Zellfertigung nicht darstellbar ist. Deswegen haben wir es auch wieder eingestellt. Das Eingeständnis eines Scheiterns. Dabei hat der Staat seit 2009 rund 30 Millionen Euro in die Zellfertigung rund um Litec gesteckt. Ausgezahlt hat sich das nicht. Seien Sie mir nicht böse, aber die Entwicklung dort enttäuscht mich jedenfalls sehr. Wir wollten damals die Batterieproduktion am Ende zurück nach Deutschland holen. Gleich neben Litec die Firma Deutsche Accumotive, die ebenfalls Daimler gehört. Hier werden aus den Zellen von Litec komplette Batterien gefertigt. Die Zellen sind das Herzstück der Akkus. In ihnen steckt 1/4 der Wertschöpfung eines Elektroautos. Wenn Litec zum Jahresende zusperrt, liefert hier ein Konzern aus Korea die Zellen. Dann ist die deutsche Autoindustrie endgültig abhängig von Lieferanten aus Asien und den USA. Schon heute sieht es so aus. In den E-Autos von BMW stecken Batteriezellen von Samsung drin. Für VW liefert Panasonic die Zellen. Und Mercedes verbaut im Elektromodell der B-Klasse sogar eine komplette Batterie vom amerikanischen Hersteller Tesla. Und nicht nur das. Beim bisher einzigen reinen E-Auto der Marke Mercedes stammt nicht nur der Akku, sondern auch noch der Antriebsstrang von Tesla. Mercedes braucht Entwicklungshilfe vom Elektroauto-Pionier aus den USA. Offensichtlich. Und daran will das Unternehmen auch in Zukunft nichts ändern. Wir werden auch zukünftig zusammenarbeiten, vor allem natürlich bei der B-Klasse Electric Drive, deren Antriebsstrang von Tesla stammt. Das darf nicht der Anspruch der deutschen Autoindustrie sein, die ja sozusagen eine Technologieführerschaft gerade auch beim Thema Antrieb einklagt und einfordert. Also man muss es
zumindest in der nächsten oder spätestens übernächsten Batteriegeneration hinbekommen, dass dieser Wertschöpfungsanteil wiederum in Deutschland eben aufgebaut wird. Können Forschung und Industrie in Deutschland das schaffen? Völlig neue, leistungsfähige Batterien entwickeln und dann auch produzieren? Wo stehen wir hier bei dieser wichtigen Technik der Zukunft? Ich glaube, hier ist es doch insgesamt recht wichtig auch, dass wir zwischen den Automobilbauern und denen, die sozusagen die Elektrochemie von Beginn an verstehen, eine solche nationale Plattform haben, um uns hierüber auch eine klare Meinungsbildung möglich zu machen. Während Deutschland noch um eine Meinung ringt und Gesprächskreise gründet, legt der amerikanische Autobauer Tesla ein rasantes Tempo vor. Zusammen mit Panasonic baut Firmenchef Elon Musk in den USA gerade eine gigantische Fabrik zur Batteriefertigung auf. Für 6 Milliarden Dollar. Die sogenannte Gigafactory. Schauen Sie einfach mal nach Japan, Panasonic City oder jetzt nach USA zu Tesla, zur neuen Gigafactory. Dort wird die Akkuzukunft stattfinden. Definitiv im derzeitigen Stand der Dinge nicht bei uns. Da müsste massiv investiert werden, massiv Geld in Forschung und Entwicklung gegeben werden. Wenn das nicht der Fall ist, haben wir hier keine Chance mehr. Ich denke, das Thema ist durch. Zurück in Berlin beim Autotausch. Wer ein E-Auto fährt, muss ständig Strom nachladen. Amira Aboudo hält deshalb nach einer Ladesäule Ausschau. Gerade ist sie in Berlin-Kreuzberg unterwegs. In einem Café will sie einen Freund treffen. Der wartet schon auf sie. Hallo. Hallo. Na? Ich muss nur kurz mal gucken, ob ich hier eine Ladesäule finde. Okay. Keine Ahnung. Okay, gleich da drüben. Okay. Gibt es eine Tankmöglichkeit in der Nähe? Auf die Schnelle findet sie keine. Sie sucht im Navi. Die nächste Säule ist 1,2 Kilometer entfernt. Ziemlich weit. Naja, ist jetzt nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Das wäre ja dann blöd, dann müsste ich wieder zurücklaufen. Ich glaube, ich lade das Auto dann doch erst, wenn ich zu Hause bin. Also lieber gleich ins Café, als noch eine Viertelstunde Fußmarsch einzulegen. Nur ein Beispiel. In Amsterdam wäre ihr das nicht passiert. Dort stehen Stromtankstellen an jeder Ecke. So hatte das kleine Holland 2014 bereits 3.700 öffentliche Ladestationen. Verglichen mit 2.400 im großen Deutschland. Im offiziellen Bericht von Regierung und Industrie sind es aber doppelt so viele, 4.800. Ein Rechentrick. In Deutschland zählen sie Ladepunkte. Je 2 Ladepunkte ergeben eine Ladestation. Und in allen anderen Ländern werden die Ladestationen gezählt. Finden Sie das? Das ist ein bisschen Märchen, würde ich sagen. Ne? Ja, Märchen. Wird da die Wirklichkeit geschönt? Jo, ist so. Bei Konstanze Müller auf dem Land etwa gibt es überhaupt keine öffentliche Ladesäule. Ihr Wagen hing nach der Arbeit kurz am Kabel. Sie will jetzt nach Berlin fahren, um ihre Schwester zu besuchen. Tschüss. Reicht der Akku jetzt dafür aus? 31 Kilometer müssen wir noch und 47 Kilometer Akkuladung hat er noch. Um auch wieder zurückzukommen, braucht sie in Berlin eine Schnellladestation. Bei der kann sie in einer halben Stunde volltanken, statt wie sonst in 8 Stunden. Doch wo steht so eine Ladesäule? Keine Sonderziele gefunden. Bitte Suchkriterien ändern. Vielleicht hilft eine Handy-App. Unbedingt die Geschwindigkeit schnell ist wichtig. Laden. Ja. 6 Ladestationen nur, an denen ich schnell laden könnte. In ganz Berlin. Boah, das ist ja nicht viel. Nur gut eine Handvoll Schnellladesäulen. Und das in der Millionenstadt Berlin. Davon steht eine einzige in vertretbarer Nähe zu ihrer Schwester.
Die steuert Constanze Müller jetzt an. Glück gehabt. Der Platz ist frei. Jetzt muss sie sich anmelden. Dann sollte das Auto in einer halben Stunde wieder volle Reichweite haben. Hier steht Restzeit 1 Stunde 20 Minuten. Versprochen war eigentlich eine halbe Stunde. Das ist deutlich länger, ist ja fast dreimal so lang. Das finde ich nicht mehr komisch. Für Schnellladen, also. Tja, Stationen zum Flottenladen sind rar. Und sie hat eine erwischt, die nicht wirklich schnell laden kann. Wie sieht das in anderen Ländern aus? In England ist das Schnellladenetz gut ausgebaut. Mit Turbostromtankstellen übersät ist auch Holland. Und in Deutschland? Weite Teile Brachland. So findet sich auf der Strecke von Hamburg nach Berlin keine einzige Station zum Schnellladen. Das mit der Schnellladeinfrastruktur in Deutschland kann man als katastrophal bezeichnen, weil einfach die Linien, die damit bestückt werden hätten sollen, allein die Aussage reicht, glaube ich schon, nicht gemacht wurde. Es ist einfach nichts vorhanden oder nur sporadisch. Er verspricht, das zu ändern. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt. Wir wissen, dass wir etwas zu erledigen haben, was die Ladeinfrastruktur mit betrifft. Wir werden in den nächsten 3 Jahren 400 Autobahnraststätten in Deutschland mit Elektroladesäulen ausstatten. Ist das dann der Durchbruch? Da reichen 400 Tankstellen bei weitem nicht aus. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Man könnte sagen, es ist besser als nichts, aber viel mehr ist es auch nicht. Elektromobilität in Deutschland scheitert daran, dass erstens wenig Geld in die Hand genommen wird und das, was man in die Hand nimmt, das verzettelt man. Wir recherchieren. Wofür gibt die Bundesregierung eigentlich Geld aus, um die Elektromobilität voranzubringen? In einer Datenbank finden wir hunderte Projekte der deutschen Autobauer, die der Steuerzahler finanziert. Beispiel VW. Der Wolfsburger Konzern hat unter anderem fast 3 Millionen Euro vom Staat kassiert, um bis 2016 einen Plug-in-Hybrid im oberen Fahrzeugsegment zu entwickeln. Seltsam. Der Konzern hat doch gerade einen solchen Plug-in-Hybrid vorgestellt, den Passat GTE. Wieso braucht Volkswagen dann noch Hilfe vom Staat? Zumal der Konzern im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis von 12,7 Milliarden Euro verkündet hat. Auch BMW hat Milliarden Euro Gewinn gemacht. Aber für diese schicke Schnellladesäule vor der BMW-Welt in München musste der Steuerzahler aufkommen. Und zwar mit fast 900.000 Euro. Und Daimler bekam 1,8 Millionen Euro für ein Projekt, damit die eigenen Konzernmitarbeiter per E-Fahrzeug zur Arbeit pendeln können. Dafür wurden 260 Stromer angeschafft. Natürlich aus dem Hause Daimler. Insgesamt zeigt sich, die Autokonzerne kassieren wesentlich mehr, seit es staatliche Gelder für Elektroautos gibt. So hat zwischen 2001 und 2007 Volkswagen 13,3 Millionen Euro erhalten. In den 7 Jahren danach war es dann fast 9-mal so viel. Bei BMW stieg die Förderung auf das 5-fache an. Bei Daimler verdreifachten sich die Subventionen vom Staat. Konkrete Projekte zu bezuschussen von Automobilherstellern ist aus meiner Sicht nicht notwendig und auch nicht zielführend. Die Automobilhersteller werden sozusagen an dem Thema immer dann arbeiten, wenn sie sozusagen eine Zukunftschance drin sehen. Und um das zu tun, ist genug Forschungsgeld auch bei den Unternehmen zur Verfügung. Da braucht es wenig Forschungsförderung von öffentlichen Stellen. Muss der Steuerzahler denn überhaupt Geld in die Hand nehmen, um Elektroautos auf die Straße zu bringen? Nein, das muss er nicht. Eigentlich reichen nämlich gesetzliche Vorgaben.
Und die gibt es bereits. Denn schon heute müssen die Autobauer CO2-Ziele aus Brüssel erfüllen. Im Schnitt darf die Flotte eines Herstellers derzeit 130 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Das schafft die Industrie, obwohl sie immer mehr spritschluckende Geländewagen verkauft. Doch 2020 sieht das ganz anders aus. Dann müssen die Autobauer 95 Gramm pro Kilometer erreichen, und zwar für die gesamte verkaufte Flotte. Dafür brauchen sie die Elektroautos, und zwar viele, wie der Industrieberater Thomas Göttle errechnet hat. Um die Zielvorgaben in 2020 erreichen zu können, muss der Anteil der Elektrofahrzeuge bei 20% liegen. Das bedeutet eine Steigerung von 2000% innerhalb von 7 Jahren. Was würde geschehen, wenn das nicht gelingt? Falls es nicht gelingen sollte und die deutschen Hersteller die CO2-Vorgaben reißen sollten, bedeutet das ein empfindlicher Imageverlust bei gleichzeitigen Strafzahlungen in Milliardenhöhe. 20% Elektroautos. Wie soll das gehen? Wir sind in Kitzbühel. Hier stellt Mercedes den neuen GLE-Geländewagen vor. Solche schweren Autos sollen die CO2-Bilanz retten? Ist das wieder ein Märchen? Tatsächlich gibt es von dem Modell einen sogenannten Plug-in-Hybrid. Den kann die Autopresse hier testen. Wir begleiten Frank Mertens, Chefredakteur eines Automagazins. Der Wagen hat einen Benzinmotor mit 330 PS an Bord. Und zusätzlich einen Elektroantrieb mit Batterie, die man an der Steckdose aufladen kann. Damit kommt das Fahrzeug 31 Kilometer weit. Wir bewegen hier ja so fast 2,5 Tonnen. Das ist natürlich ein Trumpf von Auto. Und dann habe ich hier die Option, halt elektrisch unterwegs zu sein. Und das gibt ein gutes Gefühl und auch entsprechend gibt das so einen Spaßfaktor, ja. Doch wie ist das mit dem Verbrauch? Bei unserem Test im Modus Hybrid greift der Motor zunächst auf die Batterie zu. Nach 31 Kilometern ist die dann leer. Wir fahren weiter, immer im Hybridmodus und nur Landstraße. Insgesamt rund 60 Kilometer. Wir sind jetzt nicht sonderlich effizient unterwegs, durchaus ein bisschen flotter. Wir fahren hier jetzt 90 km/h hier auf der Landstraße und da sind jetzt 8,3 Liter laut Anzeige. Okay für ein Auto dieser Größe, dieses Segmentes, da kann man auch nicht wirklich meckern. Doch Moment, 8,3 Liter, mehr als doppelt so viel wie offiziell angegeben? Laut Normverbrauch soll der schwere Wagen im Schnitt nur 3,3 Liter schlucken und damit lediglich 78 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. So viel wie ein Kleinwagen. Gut für die Industrie, denn nur dieser offizielle Abgaswert ist für Autobauer von Bedeutung. Er drückt die CO2-Flottenbilanz nach unten. So wird die Umweltbilanz geschönt. Auch BMW legt seine Fahrzeugflotte an die Leine. Der neue X5 etwa. Sein offizieller CO2-Wert als Plug-in-Hybrid? 77 Gramm pro Kilometer. Schwere Autos mit gleich zwei Motoren sollen also die Umweltbilanz retten? Am Ende des Tages wird jeder Hersteller für diese Ziele, die CO2-Ziele des Jahres 2020, so viele Elektrofahrzeuge in seiner Flotte installieren, sodass es gerade zum Erreichen der CO2-Grenzwerte reicht. Und so günstig wird man dann die Fahrzeuge machen, dass eben genug Fahrzeuge auch verkauft werden. Das wird sicherlich die Rechnung sein. Auch Audi setzt auf Plug-in-Hybride. Alexander Götz fährt einen A3 e-tron mit Benzin- und Elektroantrieb im Rahmen eines Pilotprojektes. Offiziell kommt der Wagen sogar auf einen wesentlich geringeren CO2-Wert als ein Kleinwagen, nur 35 Gramm pro Kilometer. Und er schluckt angeblich nur 1,5 Liter. Wie realistisch ist das? Dieses Fahrzeug lässt sich im Schnitt mit 3,5 bis 4 Litern pro 100 Kilometer bewegen. Also in der Praxis mehr als doppelt so viel wie von Audi angegeben. Wie kommen die sagenhaft niedrigen offiziellen Werte zustande, die fast alle deutschen Autobauer angeben? Die Lösung sehen wir im ADAC-Technikzentrum in Landsberg.
Hier misst der Automobilclub, wie viel CO2 Fahrzeuge ausstoßen. Alex Knöfel kennt deshalb die Tricks, mit denen Autobauer die offiziellen Messungen schönen. Da ist es durchaus Praxis, dass man mal den rechten Außenspiegel abnimmt, um ein bisschen weniger Luftwiderstand zu haben. Da ist es Praxis, dass man diese Spaltmaße mit Tape, mit Klebeband maskiert, um das Fahrzeug windschlüpfriger zu kriegen. Und im Extremfall werden sogar Radkästen noch mal abgeklebt, nur damit das Auto ein paar Meter länger rollt. Auch bei der Batterie wird getrickst. Die kann vor dem Test voll aufgeladen sein und darf dann Aggregate antreiben, die normalerweise der Motor speist. Erlaubt ist teilweise auch, das Fahrzeug leichter zu rechnen, als es eigentlich ist. In der Summe, wenn man alle Schlupflöcher tatsächlich optimal ausnutzt und trotzdem noch die Richtlinie einhält, sind sicher 15-20% holbar. Und das ist doch eine beachtliche Größe. Wohlgemerkt, diese Tricksereien sind bei allen Messungen völlig legal. Bei Plug-in-Hybriden kommt noch etwas Besonderes hinzu. Eine spezielle Rechenformel, die so tut, als ob mit dem Verbrennungsmotor immer nur kurze Strecken gefahren würden. Die Formel aus der Typgenehmigungsrichtlinie setzt voraus, dass ich mit meinem Plug-in-Hybriden alle 25 Kilometer an die Steckdose gehe. Und das sieht in der Praxis ganz anders aus. Die Leute haben doch ein anderes Nutzungsverhalten mit den Autos und sind dann doch enttäuscht, wenn sich der Wert, der so schön im Prospekt aussah, in der Praxis nicht zeigt. Eigentlich sollte es damit bald vorbei sein. Denn für die Flottenbilanzen sollen ab 2020 weltweit neue Regeln zur Abgasmessung gelten. Wie die in der EU umgesetzt werden, darüber ringen Politik und Industrie derzeit heftig hinter den Kulissen. Uns liegen zahlreiche Dokumente vor, die zeigen, die Autolobby nutzt ihre ganze Macht, um strengere Messverfahren zu verhindern. Das wird ihr leicht gemacht, denn die EU-Kommission lädt die Lobbyvertreter regelmäßig zu Sitzungen ein. Dort erhebt vor allem der Europäische Autoverband ACEA dann Forderungen. Was damit passiert, zeigt dieses Dokument. Die EU folgt zigmal den Vorschlägen des ACEA oder berücksichtigt dessen Bedenken. Der ACEA, das ist der europäische Lobbyverband von 15 Auto- und Lkw-Herstellern. Vorne mit dabei die Deutschen. Auch diese E-Mail einiger Konzerne an die Kommission enthüllt den massiven Einfluss. Dort heißt es konkret, der ACEA wird als Höchstgeschwindigkeit beim Verbrauchstest nur 145 Stundenkilometer akzeptieren. Und tatsächlich, der Gesetzentwurf übernimmt genau diesen Wert. Mit dem entlarvenden Hinweis eines Beamten. Die Kommission würde eine Höchstgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometern bevorzugen. Aber als Kompromiss mit dem ACEA scheint 145 Stundenkilometer akzeptabel. Wir sind in Brüssel. Beim Ringen um den Übergang zum neuen Abgastest vertritt Greg Archer europäische Umweltgruppen. Gegen die Autolobby steht er meist ganz allein. Oft sind es 30 Leute von der Autoindustrie und ich. Aber ich kann schon für meine Sache kämpfen. Wir wollen von ihm erfahren, was konkret versuchen die Autohersteller durchzusetzen. Die Autoindustrie will beim Übergang vom jetzigen CO2-Ziel zu den neuen CO2-Zielen unter den neuen Abgastests erreichen, dass sie alle jetzt existierenden Schlupflöcher ausnutzen darf. Im Kern sagt sie, diese Manipulationen sind uns heute erlaubt. Sie sollten uns auch unter den neuen Tests angerechnet werden. So hat der Europäische Autoverband ACEA für eine Sitzung zur CO2-Messung am 7. Mai detailliert 6 Rechentricks aufgelistet, auf die er im Zusammenhang mit den Tests weiter besteht.
Und die Autolobby kämpft nicht allein. Die deutsche Regierung hilft, Schlupflöcher zu erhalten. Wir konfrontieren die Bundesumweltministerin mit diesem Vorwurf der Umweltverbände. Jetzt haben Umweltverbände sich an Sie gewendet und haben gesagt, die Bundesregierung unterstützt die Autoindustrie, diese Schlupflöcher zu erhalten. Was sagen Sie da dazu? Nein, das stimmt nicht. Wir sind sehr daran interessiert, zusammen mit der Europäischen Kommission tatsächlich Berechnungsgrundlagen zu haben, die auch tatsächlich stimmen. Denn es hilft ja nichts. Wenn wir uns schönrechnen, damit gewinnen wir ja kein Vertrauen. Doch Greg Archer in Brüssel zeigt uns eine Vorlage für die Sitzung im Mai, in der die deutsche Regierung für dieselben 6 Testbereiche wie der ACEA fordert, Schlupflöcher für die Autoindustrie weiter zuzulassen. Die Position der deutschen Regierung ist genau die gleiche oder sehr ähnlich wie die der Autoindustrie. Politik und Industrie hebeln also gemeinsam die CO2-Vorgaben aus Brüssel aus. Sie zeigen damit unverblümt, die Elektromobilität voranzubringen. In Wirklichkeit haben sie daran kein Interesse. Die Rechnung für das Desinteresse der Politik werden wir möglicherweise in 5 oder in 10 Jahren alle bezahlen. Denn dann besteht das große Risiko, dass Elektroautos in China gebaut werden, unsere Arbeitsplätze dann dort sind und wir dann traurig sind, dass wir heute nicht mehr getan haben. Dabei sind in Deutschland die Grundlagen für das elektromobile Zeitalter längst gelegt. Das beweist dieses Fahrzeug, der sogenannte Visio M. Den haben Forscher und Studenten der Technischen Universität München zusammen mit BMW und Daimler entwickelt. Ein derzeit optimales Elektroauto aus Carbon und mit 160 Kilometern Reichweite. Wirklich revolutionär daran ist der Preis. Wir haben von der TU München mit unseren Kostenmodellen dieses Fahrzeug durchgerechnet und mit Annahmen, dass Batteriepreise noch mal deutlich sinken werden bis zum Jahr 2020, und wir davon ausgehen, wir gehen in große Stückzahlen, könnte man so ein Fahrzeug für etwa 16.000 Euro auch anbieten. Nur 16.000 Euro, ein erschwinglicher Preis. Doch von den deutschen Autobauern hat bisher keiner daran Interesse. Wird der Wagen überhaupt je gebaut? Wir zeigen das Auto auch bei allen entsprechenden Partnern vor. Unser Fahrzeug ist bis Asien hinweg bekannt. Wir hatten neulich auch Partner hier, die das ganz genau im Detail kannten. Ich glaube fest, dass das im nächsten Jahrzehnt in Serie kommen wird. Ich kann Ihnen nur nicht versprechen, ob es ein deutscher Hersteller sein wird. Wahrscheinlich läuft es also doch wieder so. Deutsche Technik und das Geschäft damit macht das Ausland. Und dann? Geht's uns wiederum mit dem Transrapid. Da haben uns dann erst die Chinesen gezeigt, dass der nicht nur im Kreis, sondern auch geradeaus fahren kann. Und das darf uns nicht noch mal passieren.